Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Ich bin hier in der finalen Pimax Crystal und in diesem Video werde ich das Ganze mal austesten und zwar in Project Cars 2 mit meiner RTX 3080. Wie gut funktioniert das mit der 3080? Ich bin hier in OpenXR und benutze die Pimax OpenXR Runtime. Ich sehe schon FPS 90, das sehe ich aber nur hier intern im VR. Und ich werde euch da ja darüber informieren. Wie gut ist das? Ist das besser als Reverb G2? Ist das besser als die Aero? Wir werden es in diesem Video rausfinden. Also bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht's jetzt los. Hi und herzlich willkommen hier bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang. Und wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert, dann abonniert diesen Kanal hier und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. So, und hier bin ich auf dem Nürburgring in einem schönen Mercedes. Und ja, es sieht einfach nur unglaublich toll aus. Es ist fantastisch hier. Ich habe 90 FPS. Butterweiche 90 FPS. Und ich hoffe, ihr könnt das auch mit dem Screen Recording so sehen. Ich hatte leider ein bisschen Probleme damit. Das sieht dann teilweise nicht so smooth aus in der Aufnahme, wie ich es hier in VR habe. Aber ich kann euch sagen, hier in VR habe ich butterweiche 90 FPS und es sieht absolut fantastisch aus. Ihr habt es inzwischen schon mitbekommen. Ich bin Fan von der Crystal und ja, dieser Test hier, der zeigt es mir nochmal. Auch mit meiner 3080 habe ich hier in der Crystal 90 FPS und das Ganze wieder dank der Pimax OpenXR Umgebung. Da kann man so viel noch machen und so viel einstellen und es ist echt ein Traum mit meiner 3080. Das ist ein Ding. Also ihr habt auch mit der 3080 hier grünes Licht. Die Einstellung hier habe ich so ungefähr auf Mittel und ich merke schon, Ich teste das hier zum ersten Mal. Ich kann die noch hochstellen. Ich habe es noch nicht mal ausgereizt. Ja, das sind so die Einstellungen, die ich bei den anderen Headsets immer so hatte. Hier mit diesem Rechner. Und das ist schon wirklich toll. Also OpenXR hier mit der Crystal läuft wunderbar dank der Pimax OpenXR-Umgebung. Wie das genau geht mit Project Cars 2, da braucht man nämlich noch was. Da braucht man nämlich noch Open Composite. Das schreibe ich euch mal unten in die Beschreibung dieses Videos. Ja, da mache ich ein kleines Tutorial. Ich hoffe, das wird euch gut helfen dann in dem Moment. Ist das besser als die Reverb G2? Ja, absolut. Es ist einfach nochmal schärfer. Und das Ganze, diese schöne Schärfe, hat man aber über den gesamten FOV-Bereich, ne, der Brille. Und das ist auch nochmal größer als bei der HP Reverb G2. Wir haben hier ein FOV, das kommt ungefähr an das FOV der Valve Index ran. Nicht ganz, ja, ein bisschen kleiner noch. Aber es ist definitiv größer als das bei der HP Reverb G2. Wir haben bessere Farben als bei der HP Reverb G2. Wir können hier auch in 120 Hertz Modus gehen, wenn wir wollen. Also das ist alles besser. Es ist tatsächlich alles besser als bei der G2. Ja? Und dementsprechend meine Antwort, wenn ihr fragt, lohnt es sich von der Reverb G2 hier auf die Crystal abzugraden als Simmer, als Racing-Simmer? Oh ja, absolut. Das ist so eine super Erfahrung. Es ist so schön scharf. Ja, man kann nochmal weitersehen in die Entfernung rein. Und absolut. Absolut ja, es lohnt sich von der Reverb G2 hier abzugraden. Als Flight-Simmer, aber auch als Racing-Simmer. Das habe ich hier festgestellt. Sogar mit meiner 3080. Das ist krass. Wie sieht's aus? Lohnt es sich von der Aero abzugraden auf die Crystal? Denn die Aero hat ja auch ein super scharfes Bild. Und auch hier, ja. Das ist einfach ein besseres Headset als die Aero für mich. Warum? Wir haben die Schärfe von der Aero, aber auch über ein größeres FOV. Ich finde das Bild auch noch besser als bei der Aero, denn wir haben absolut kein Warping.
Und das über das größere FOV. Wir haben keine Distortions. Und wir haben gute Kopfhörer dabei, wenn ihr vor dem 30. Juni das Ganze euch bestellt. Ja, also ich sehe das Gerät absolut im Vorteil. Und dementsprechend, ja, ihr habt ein besseres Gefühl hier. Ihr habt eine bessere VR-Erfahrung in der Crystal. Wie sieht es aus mit dem Komfort? Ja, es ist ein Gerät, was ein Kilogramm wiegt. Absolut, aber es hat echt eine super Balance. Ich finde es bequem. Und dementsprechend passt das. Ich war schon 4 Stunden am Stück hier drin und hatte keine Probleme damit. Also es fühlt sich so an wie so eine Index, was die Balance anbelangt einfach. Und dementsprechend kann man hier auch lange Sessions drin haben. Ich bin absolut Fan von der Crystal. Ist alles gut? Ist alles Gold, was hier glänzt? Nein, absolut nicht. Ich kann euch natürlich und möchte euch auch die Nachteile hiervon berichten. Also, ich finde das Tracking, nicht das Headset-Tracking, das ist gut, das Tracking mit Controllern finde ich nur so okay. Das heißt, wenn ihr auch noch Beat Saber spielen wollt, und zwar auf Expert Pro, nee, das kann ich euch hiermit nicht empfehlen. Das Tracking ist besser als bei so einer Cosmos, keine Frage. Es ist normal, okay, aber das Tracking-Volumen ist nicht so toll. Und wenn man mit den Controllern auch wirklich nah ans Headset drankommen möchte, für Boxspiele oder sowas, nö, das ist nicht zu empfehlen. Also, nee. Aber für Simming, für sowas hier, wenn ihr Racing-Simmer seid, das ist absolut meine Empfehlung. Es geht in diesem Moment nicht besser. Was ist noch ein Nachteil? Das Gerät läuft auch im PC-VR-Modus über Batterie. Das heißt, jetzt in diesem Moment wird die Batterie benutzt, die hinten drin ist, die man aber austauschen kann. Und es hält für 6 Stunden. Nach 6 Stunden müsst ihr eine Pause machen und die Batterie einmal auswechseln, wenn ihr wirklich dann noch weiterspielen wollt. Ja, ist vielleicht für einige von euch ein K.O.-Kriterium. Vielleicht wollt ihr 24 Stunden hier in diesem Headset sein, ohne mal aufs Klo zu gehen. Dann ist das nichts für euch. Ja, also nach 6 Stunden müsst ihr das Ganze mal auswechseln. Für mich persönlich ist das okay, weil ich nicht 6 Stunden in VR bin, nein. Ne, aber ich muss es euch auch sagen, vielleicht müsst ihr ja hier drin 12 Stunden verbringen, ohne mal kurz rauszugehen und das hot zu swappen, die Batterie. Ne, also das ist auf jeden Fall noch ein Nachteil, den die Aero und andere Headsets nicht haben. Ja, wie sieht's aus mit dem Upgrade von anderen Headsets? Von der Index? Ja, absolut. Ihr habt einfach ein ähnliches FOV, aber ein viel klareres Bild. Viel besser. Kein Screen Door. Fotorealistisch, wenn euer PC das schafft mit den Pixeln. Ne? Und ja, bessere Farben. Perfekte Schwarzwerte, dank des Local Dimmings. Oh, das war meine schnellste Runde bis jetzt. Nicht schlecht. Ich werde immer besser hier. Selbst wenn ich dabei ein Video mache. Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich absolut, von der Index hier rüber zu wechseln. Also, es ist einfach das beste Bild in VR gerade. Hammer. Einfach nur Hammer. Was gibt's noch? HTC Vive Pro 2 auch, denn ihr habt hier absolut tolle Linsen. Ne, ihr habt hier halt überhaupt kein Glare, überhaupt keine God Rays. Und das ist bei der Pro 2 leider ein Problem. Ne? Ihr habt hier viel bessere Linsen, habt eine viel bessere VR-Erfahrung. Das ist jetzt in diesem Moment die beste VR-Erfahrung für Simmer, die es gibt. Punkt. Und das kann ich euch so selbstbewusst sagen. Hier auf dem Kanal, wenn ihr MRTV verfolgt, ab und zu gibt es solche Headsets, wo ich einfach sage, das kauft euch. Ja, wo ich euch den 100%igen Daumen nach oben gebe. Das war bis jetzt der Fall für Simmer. Damals bei der Samsung Odyssey Plus am Anfang dieses Kanals. Das war ein tolles Headset. Dann bei der HP Reverb G2. Da habe ich auch gesagt, jawohl, holt euch das. Das ist super. Und das ist immer noch super. Bis jetzt.
Und ich stehe immer noch 100% dazu. Und jetzt. Ja, ihr habt absolut mein grünes Licht. Das ist die beste Erfahrung, die ihr jetzt für Simming bekommen könnt in 2023. Pimax Crystal. Setzt euch in die Warteliste rein. Wenn ihr es euch jetzt bestellt, bekommt es vielleicht in 2 Monaten. Und ja, ihr habt meinen Daumen nach oben. Es ist so ein geiles Erlebnis. Hammer. Ja, habe ich irgendwas vergessen, zu euch zu erzählen? Positiven Punkte habe ich durch. Es gibt sogar einen 120-Hertz-Modus, wenn ihr unbedingt wollt. Die negativen Punkte habe ich erwähnt. Ja, ich denke, das war's. Ich denke, das war's. Ja, und es läuft mit der 3080. Und zwar richtig geil. Ich habe hier die ganze Zeit perfekte 90 Frames. Und butterweich. Wenn es nicht so aussieht, dann ist es das Screen Recording. In VR ist es hier butterweich perfekt. Ja, genau. Was gibt's noch zu erzählen? Ich denke, ich bin durch. Wie immer. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dazu entscheidet, dieses Headset zu kaufen, würde ich mich über den Kauf über den MRTV Affiliate-Link freuen. Und der ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Kostet euch nichts, aber ihr unterstützt diesen Kanal. Und ihr bekommt noch $20 Rabatt. Ich weiß, es ist nicht viel, $20 Rabatt, aber besser als nichts. Und wenn ihr vor dem 30. Juni bestellt, bekommt ihr die D-Mass, diese besten Kopfhörer, umsonst dabei. Wie gesagt, es gibt für alle VR-Brillen viele Links von MRTV. So halte ich diesen Kanal am Laufen. Und ja, es geht mir nicht darum, euch dieses Headset zu verkaufen. Es geht mir darum, euch zu informieren, was für euch das beste Headset ist. Und wenn ihr eure Kaufentscheidung von diesen Videos, wenn diese Videos euch helfen bei der Kaufentscheidung, dann würde ich mich freuen, wenn ihr über den MRTV Affiliate Link dieses Headset oder ein anderes Headset bestellt. Ja, also nochmal für Simmer, das ist es. Das ist es. So, als nächstes würde ich gerne andere Rennspiele spielen. Was als nächstes? Entweder Automobilista 2 oder Assetto Corsa. Und da möchte ich jetzt von euch wissen, welches wollt ihr sehen? Assetto Corsa oder Automobilista 2? Bitte schreibt es mal unten in den Kommentarbereich rein. So. Und das war's. Übrigens, auch mit Verkehr hatte ich 90 FPS. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt nur 90 FPS habe, weil ich hier alleine fahre. So, die kommen jetzt mal. Ich fahre mal ein bisschen im Verkehr mit. Immer noch perfekte 90 FPS. Es ist so gut. Ja, also auch nochmal, um euch zu berichten, ja, auch mit Verkehr, 90 FPS. Ich erkläre euch, wie ich es gemacht habe, unten in der Beschreibung des Videos. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Chattet mit mir und der Community auf dem MRTV Discord-Server, Link unten in der Beschreibung. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut's jetzt. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.